Herr Hofheinz, Sie haben sich sicherlich vorgenommen, im Abstiegskampf mal wieder einen Sieg einzufahren oder zumindest die vielleicht eine Serie zu bilden nach dem letzten Spiel. Hat aber heute nicht geklappt und eigentlich, so wie ich das gesehen habe, können Sie heute glücklich mit einem Punkt sein. Ja, aufgrund von der zweiten Halbzeit sind wir mit dem Punkt schon zufrieden. Wenn man den Elfmeter noch sieht, wo die verschossen sind, dann war es im Großen und Ganzen okay mit dem Punkt. Was hat denn heute nicht geklappt? Was haben Sie sich vorgenommen und was hat nicht geklappt? Ja gut, es war klar, auf dem kleinen oder beziehungsweise enger Platz, dass das Spiel intensiv wird. Und das, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr fertig gebracht haben, dass wir unser Bälle im vorderen Drittel halten gekannt haben. Und ja, das war halt unser Hauptproblem. Der Abstiegskampf geht weiter. Wie werden Sie versuchen, da die Weichen zu stellen, dass es besser wird? Ja gut, klar, wenn man sieht, dass wir heute ohne im Prinzip 6-7 Leute, die uns heute gefehlt haben, gespielt haben, dann bin ich ja zuversichtlich, wenn die jetzt wieder zurückkommen, beziehungsweise auch unser verletzter Spieler wieder zurückkommen, dass es dann besser wird. Können Sie uns mehr Details zu der verletzten Situation nennen? Ja gut, der Läufer hat heute gefehlt, beruflich, dann war der Blanke schon noch gesperrt, dann war der Huber verletzt, der Hübner verletzt, der Lukas Hees, wo verletzt war, also von dem her haben wir schon einige zu ersetzen gehabt heute. Sie haben nach dem Abstieg in der vergangenen Saison eine Art Neuaufbruch gehabt, viele Abgänge zu verkraften gehabt. Was meinen Sie, wie hat sich die Mannschaft bis jetzt gefunden und wie sieht die Perspektive aus? Also von der Perspektive her bin ich zuversichtlich, da wir ja eben halt 13, 14 Spieler zu integrieren hatten, war es am Anfang natürlich schwieriger. Und mittlerweile hat sich die Mannschaft gefangen und tritt als Mannschaft, als gute Mannschaft auf. Das ist halt noch schwer ist, dass wir eine ziemlich junge Mannschaft haben, mit einem Durchschnittsalter von 20 Jahren, wo aber mit Sicherheit ausbaufähig ist für die Zukunft auch. Also dann gehe ich mal davon aus, dass Sie in das nächste Spiel gegen Östringen mit dem Willen reingehen, 3 Punkte zu holen. Ja, mit Sicherheit gehen wir mit dem Willen rein. Also wir gehen in jedes Spiel rein, um 3 Punkte zu holen. Ja, wenn es im Endeffekt dann 1 Punkt vielleicht wird, gegen Östringer zu Hause, wären wir auch zufrieden. Aber natürlich wollen wir in erster Linie mal die 3 Punkte bei uns behalten. Herr Hofheinz, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke, gleichfalls.